Die Gemeinde Heiner Kloster ist sehr erfreut, dass wir jetzt auch zu den Kommunen zählen, die von der EWF eine Ladesäule zur Verfügung gestellt bekommen haben. Damit können wir unsere Ziele, die sich in Richtung Klimaschutz bewegen, weiterentwickeln. Wir haben in der Vergangenheit schon den Beitritt zur Initiative Hessen aktiv, die Klimakommune, in der Gemeindevertretung beschlossen. Und das ist ein weiterer Mosaikstein, dass wir hier in der naturnahen Umgebung auch die Natur leben und die Natur fördern und den Klimawandel positiv versuchen zu beeinflussen. Heiner hat Besucher, unter anderem ist ein Anziehungspunkt das Tischbeinhaus, das Kloster, die Klosterkirche, die Stammfortschen Gärten. Ist das ein weiterer Anker hier für Besucher zu sein? Kommt mit dem E-Auto, ihr könnt, während ihr das Kloster besichtigt, hier euer Auto aufladen? Ja, selbstverständlich. Also wir haben ja den Standort gemeinsam mit der EWF nicht umsonst hier gewählt, sondern das ist ja der Wanderparkplatz, der unter anderem auch zur Wanderung des Stammfortschen Weges dient, der in unmittelbarer Nähe des Tischbahnhauses sich befindet und der Klosterkirche. Und wir haben gerade jetzt in der Corona-Zeit bemerkt, dass hier doch sehr rege dieser Wanderparkplatz genutzt wird und auch Besucher aus nah und fern kommen und ihre Autos hier abstellen. Wir erhoffen uns dadurch natürlich, dass wir da noch mehr hierher ziehen, die das eine mit dem anderen dann natürlich auch kombinieren können. Herr Schaller, Geschäftsführer der EWF, wieder eine Ladesäule hier im Kreis Waldeck-Frankenberg, diesmal im Hauptsitz der Großgemeinde Heiner Kloster. Wie viel noch? So viel wie benötigt werden. Wir hatten im ersten Kontingent ca. 50 Ladesäulen auf dem Landkreis ausgestreut und wir müssen gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Ladesäulen ohne Elektroauto sind relativ nutzlos, aber ohne Ladesäulen wird auch kein Elektroauto kommen. So werden wir jetzt den Bedarf betrachten und dann gucken, wie es weitergeht. Wie sieht es eigentlich generell aus mit den Leitungen? Sind die stark genug, um so viele E-Autos, Ladesäulen zu verkraften? Die haben ja keine Schnellladesäulen, sondern laden mit geringerer Leistung. Das können wir derzeit noch verkraften. Problematischer wird es, wenn Schnellladesäulen gebaut werden. Dort muss immer eine Trafostation dahinter sein, das ist deutlich aufwendiger. Da sind wir dran, das zu entwickeln. Aber Schnellladesäulen sind im Moment noch nicht im Kreis in Sicht. Nein, auch kein Bedarf.